Wir blicken jetzt gemeinsam in die Zukunft. Bitcoin, Web3, Metaverse, Zeit, Blockchain-Technologie ernst zu nehmen? Fragezeichen. Ich glaube, der nächste Redner sagt eher Ausrufezeichen. Denn wir konnten zu diesem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema einen echten Profi gewinnen. In Heidelberg geboren, bekannter Wirtschaftswissenschaftler, seines Zeichens Leiter Frankfurt School Blockchain Center. Herzlich willkommen, Professor Dr. Philipp Sandner. Hallo, herzlich willkommen. So, wunderbar. Wir sind ja ein bisschen vor der Zeit. Habe ich jetzt mehr Zeit oder? Ich könnte ja zu dem Thema stundenlang reden, deswegen frage ich vorneweg, wie viel Zeit ich jetzt tatsächlich habe, ob ich mich sputen muss oder nicht. Vielen Dank für die Einladung. Ich wohne ja auch hier in München, deswegen hatte ich es jetzt nicht so weit. Mein Job ist aber in Frankfurt, das heißt, ich bin auch einer von denen, die immer da von Pasing nach Frankfurt fahren, mit den jetzt über die Schwäbische Alb. Das ist eine tolle Sache. 3 Stunden 10 war früher nicht so. Aber einfach jetzt direkt zum Thema. Ich habe an der Frankfurt School die Chance gehabt, das Blockchain Center dort zu gründen, schon vor 7 Jahren. Vor 6,5 Jahren, damals war primär das Thema Blockchain als solches relevant. Die Bankenbranche hat sich begonnen, mit dem Thema zu beschäftigen. Man hatte viele Visionen. Viele von den Visionen sind auch nicht eingetreten, muss man dazu sagen. Dafür sind andere Dinge eingetreten, die man nicht erwartet hatte. Also es ist ganz witzig, wenn man das historisch sich anschaut. Der Bitcoin ist immer noch da, manche Kryptowährungen sind immer noch da, viele Kryptowährungen sind aber auch nicht mehr da, muss man alles immer schön dazu sagen. Aber letztendlich funktioniert das Blockchain Center als Institut an der Frankfurt School sehr gut, weil wir uns eben mit dem Thema Education beschäftigen als Think Tank. Wir versuchen den Leuten eine gewisse Orientierung zu geben, wenn Banken in Frankfurt sich dem Thema nähern, digitale Wertpapiere und ähnliches. Wir haben zahlreiche Schulungsprogramme, Konferenzen und so weiter und das funktioniert in so einem neuen, dynamischen, einen komplexen Bereich recht gut. Wir sind kurz vorneweg letztendlich branchen- oder industriefinanziert. Vom Staat haben wir kein Geld bekommen. Unten sehen Sie die Unternehmen, die uns da unterstützen, um letztendlich das alles von der Education-Seite her zu ermöglichen. Das Blockchain-Thema hat sich sehr stark gewandelt. Wie gesagt, gestartet mit Bitcoin, dann einen kleinen Ausflug gemacht in die Industriewelt mit Verheißungen im Bereich Energie und Blockchain und Mobilität und Blockchain und Supply Chain und Blockchain und Logistik und Blockchain. Da ist überall nichts passiert. Dann ging es wieder zurück in den dezentralen Bereich mit DeFi, hat der eine oder andere mal gehört. Jetzt der digitale Euro ist im Kommen. NFT waren die Zeitungen vollgepatscht mit bunten Bildchen, kennen Sie. Jetzt neu im Kommen das Thema CO2-Tokenisierung, wo jetzt auch die deutsche Börse beginnt mitzumischen. Also CO2 abgebildet auf Blockchain-Basis mit der Blockchain als Settlement-Infrastruktur. Also es tut sich einiges und alle 6 bis 12 Monate entstehen neue Domänen und dann zeigt sich, welche davon funktionieren oder nicht. Um letztendlich direkt ins Thema jetzt einzusteigen, alles hat begonnen mit dem Bitcoin, damals im Jahr 2009, also es ist fast 15 Jahre her. Der Bitcoin, den würde man beschreiben als inzwischen als digitales Gold. Das heißt, so ähnlich wie Gold, weil er eben von seinem Vorkommen her beschränkt ist. Wir sind beim Bitcoin beschränkt auf 21 Millionen Tokens. Es ist technisch garantiert, dass es niemals mehr Bitcoins geben kann. Es gibt aber schlaue Leute, wie zum Beispiel der Peter Bofinger, die gesagt haben, man könnte doch die Technik Bitcoin, also das Servernetzwerk, einfach duplizieren und dann hätte ich einen zweiten Bitcoin, dann hätte ich 42 Millionen. Ja, könnte man technisch gesehen, aber was hier passiert ist Folgendes und das finde ich sehr spannend. Letztendlich vertrauen die Leute, die in Bitcoin investieren, dem Netzwerk Open Source Technologie, nicht angetrieben von einer Firma oder ähnlichem. Letztendlich vertrauen die Leute der Technik ihr Geld an. Und dann funktioniert Folgendes. Ich habe Bitcoin selber entdeckt vor einigen Jahren, habe ich mal 100 Euro investiert und habe geschaut, ist es noch da? Eine Woche später war es noch da, dann habe ich 200 Euro investiert und so weiter. Ja, das heißt, man beginnt dann der Technologie zu vertrauen und inzwischen gibt es Leute, die eben dem Bitcoin insofern vertrauen, dass sie als ganze Firmen Millionen beginnen zu investieren. Diese Million ist eine Funktion des Zeitlaufs von 2009 bis heute. Also dies ist eine Funktion des Zeitlaufs, weil über diese Periode hinweg Vertrauen aufgebaut wurde in die Technologie. Es gibt Leute, sicherlich hier auch hier im Raum, die haben jetzt noch kein Vertrauen in den Bitcoin, die würden auch nicht investieren, ist auch in Ordnung. Andere von Ihnen haben vielleicht schon investiert, aber das Vertrauen kommt halt sukzessive und zwar nur über die Zeit. Zeit im Sinne von Jahren, Jahrzehnten müssen vergehen, bis die Leute einer Technologie vertrauen, dass sie dann in der Folge
dort Geld investieren. Und wenn jetzt jemand anderes hergeht und einen zweiten Bitcoin installiert, dann kommt er ja zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, das heißt, der muss erstmal durch diesen Zeitlauf durch, um letztendlich dieses Vertrauen erwirken. Und während dieses Zeitlaufs hat der alte Bitcoin, der ja schon da ist, die Chance, weiteres Vertrauen obendrauf aufzubauen. Und genau deswegen ist aus meiner Sicht diese Branche oder dieses Cluster der Storage of Value Coins, Bitcoin letztendlich geframed als digitales Gold, ein Winner-Takes-It-All-Game. Und deswegen bin ich relativ klar hier in meiner Meinung inzwischen, es wird einen einzigen Bitcoin geben und keine Kopie. Das ist ein Winner-Takes-It-All-Game. Warum sage ich das? Weil Ethereum als Smart-Contract-Plattform ganz anders funktioniert. Mit Ethereum haben sie eine Smart-Contract-Plattform, die ist damals entstanden, 2015. In der Folge sind noch zig andere Plattformen dieser Art entstanden, Solana und so weiter und so fort. Und letztendlich wurde technisch gesehen der Bitcoin auf ein neues Fundament gestellt. Was ist eine Smart-Contract-Plattform von der Erklärweise her? Es ist so eine Art weltweite Finanzinfrastruktur, auf der sie alle möglichen Assets obendrauf abbilden können. Die Leute haben den Dollar obendrauf abgebildet, heißt Stablecoin. Die Leute fangen an, Schuldverschreibungen und Fonds nach deutschem Gesetz obendrauf zu installieren. Ist laut dem elektronischen Wertpapiergesetz inzwischen auch alles sauber und von der Politik sogar gewollt. Also deutsches Wertpapier obendrauf, technische Plattform Ethereum oder was anderes unten drunter. Ja, so funktionieren Smart Contract Plattformen. Müssen Sie sich bildlich vorstellen, wie so eine Art Schienennetz, und auf dieses Schienennetz, was durch ganz Europa, die ganze Welt geht, können Sie ein Asset obendrauf bauen, eine Aktie, eine Schuldverschreibung oder eben auch den Dollar, den Euro, und auf dieser Schiene wird dann dieses Asset innerhalb von Sekunden in die ganze Welt verschickt. Ja, wie so ein weltweites Schienennetz, ist aus meiner Sicht eigentlich eine gute Erklärweise. Und die Smart Contract Plattformen sind letztendlich eine eigene Branche, ein eigenes Cluster. Da gibt es Ethereum und in Summe 70 andere Lösungen. Diese Lösungen müssen um den Marktanteil kämpfen, die müssen innovieren, die müssen neue Software-Updates machen. Und insofern führen diese Software-Updates dazu bei den Smart Contract Plattformen, dass eine Plattform wie Ethereum in den Marktanteil erhalten kann. Das heißt, was will ich damit sagen? Das sind zwei unterschiedliche Cluster, zwei unterschiedliche Branchen, die Sie nicht miteinander vergleichen können. Sie können eine Chemiefirma nicht mit einer Autofirma vergleichen. Nicht direkt. Es gibt ein paar Parameter, die sind ähnlich, aber ansonsten dürfen Sie die Chemiebranche nicht direkt mit der Automobilfirma vergleichen. Genau deswegen darf man auch den Bitcoin nicht direkt mit Ethereum vergleichen. Das sind grundlegend unterschiedliche Assets. Die Update-Fähigkeit bei Ethereum ist gut, weil man dadurch neue Innovationen schafft und letztendlich versucht, den Marktanteil zu halten oder zu steigern. Die Update-Fähigkeit bei Bitcoin ist nicht gewollt. Also es ist gut, dass man Bitcoin nur ganz schwerlich updaten kann, weil dadurch letztendlich der Kern des Bitcoins auch über lange Jahre und Jahrzehnte erhalten werden wird. Ja, das heißt, man muss diese unterschiedlichen Cluster, diese unterschiedlichen Strukturen verstehen, um zum Schluss zu kommen, dass man zum Beispiel nicht sagen darf, dass Ethereum eine Weiterentwicklung von Bitcoin ist. Das stimmt zwar technisch, ist aber vom Charakter her vollkommen falsch. Das einfach kurz vorneweg geschickt. Die Welt ist sehr, sehr, sehr innovativ geworden in diesem Bereich, weltweit. Viele Gründer, viele Startups, viele Techniker, viele Freelancer und haben dann begonnen, auf den Smart Contract Plattformen zum Beispiel diverse Assets obendrauf zu bauen. Was Sie jetzt hier sehen, ist die Adoptionskurve aus dem Bereich des Internets. Sie sehen hier, im Jahr 1998 hatten wir 200 Millionen Internetnutzer, im Jahr 99 waren es dann mehr. Inzwischen sind wir bei einigen Milliarden Internetnutzer. So ist das Internet entstanden. Ich war 1998 18 Jahre alt, war im Abitur und war einer der ersten als Mathe-Physik-Nerd, die ein Handy hatten. Ja, bei Ihnen wird es ähnlich gewesen sein. Sie waren auch wahrscheinlich Vorreiter im Vergleich zu Ihren Kollegen. Und insofern kann man sehen, dass da eine technologische Revolution stattgefunden hat. Und wenn man heute das Handy bedient, vergisst man manchmal, wo wir eigentlich herkommen. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir nur 200 Millionen Internetnutzer auf der Erde. Warum zeige ich Ihnen das? Weil man die Krypto-Adoptionskurve darüber legen kann. Da gilt die untere Zeitschiene. 2022, 2023 sind wir jetzt momentan bei 200, 250 Millionen Bitcoin- und Ethereum-Besitzer auf der Erde, Tendenz steigend. In echt ist die Kurve nicht ganz so glatt wie hier, sondern ist quasi zickzack aufgrund der ganzen Hype-Situationen und auch der Crash-Situationen letztes Jahr. Aber letztendlich ist die Adoption steigend. Die Adoption ist in Deutschland steigend, in Europa steigend, aber vor allem ist sie steigend in den Ländern, wo letztendlich die menschengebauten Institutionen wackeln.
Das ist die Türkei mit der Geldwertstabilität. Inflation geht durch die Decke. Argentinien, Libanon, Venezuela und Länder dieser Art. Dort, wo menschengebaute Institutionen ein bisschen wackeln oder vielleicht nicht perfekt funktionieren oder auch gänzlich kaputt gehen, Libanon, dort fangen die Leute an, sich den Kryptothemen zuzuwenden. Warum? Weil sie im Libanon mit einem nicht funktionierenden System keinen Zahlverkehr mehr machen können. Und deswegen sind dort die Leute, die technisch versiert sind, in der Lage, Dollar-Transaktionen zu machen auf Ethereum-Basis mit QR-Codes. Und unten drunter liegt Ethereum. Ja, das heißt, dort sind die Killer-Anwendungen. Die brauchen wir hier in Europa nicht unbedingt, weil wir hier in Europa ja eben gute Institutionen brauchen. Das heißt, um Krypto-Assets, Ethereum und Bitcoin richtig zu verstehen, müsste man eigentlich die Brille aufsetzen von Leuten, die in diesen Ländern leben, wo die Institutionen nicht gut funktionieren oder wo sie beginnen zu wackeln. Und dort ist auch die Adoptionsrate am höchsten. Das ist ganz interessant, wenn man sich's anschaut. Und warum sage ich das? Weil ich Ihnen so ein bisschen erklären möchte, woher kommen die 200, 300, 400, 500 Millionen Menschen, wenn man die Adoptionskurve quasi fortzeichnet. Wie gesagt, die Stablecoins wurden dann erfunden. Unten drunter war Ethereum. Obendrauf hat man den Dollar gebaut. Der Dollar ist heute da in Form von Stablecoins. Die Projekte heißen Tether und zum Beispiel Circle. Die Europäische Kommission hat jetzt die MiCA-Regulierung in Umlauf gegeben. Die wird verpflichtend sein für alle Leute in Europa ab Ende 2024. Und nach diesem Regulierungsregime werden auch Euro-Stablecoins ermöglicht werden, gemäß des E-Geld-Regimes, sodass wir auch relativ schnell jetzt den Aufbau von Euro-Stablecoin sehen werden. Und dann auch da wieder gilt, unten drunter Ethereum, obendrauf der Euro oder der Dollar oder der Yen oder was auch immer, als Art des digitalen Euros. Das, was die EZB macht im Sinne des digitalen Euros, ist eine andere Art des digitalen Euros. Das eine ist Geld bereitgestellt von der Zentralbank und hier Stablecoins wäre Geld bereitgestellt von regulierten Finanzplayern. Mit den Stablecoins hatte man den Dollar auf Blockchain-Basis, dann hatte man damit begonnen, die Funktionen des Kapitalmarkts nachzubauen im Mikrokosmos, muss man dazu sagen, nämlich Kreditvergabe, Derivatives, Leveraging, teilweise Insurance-Produkte und das Thema Trading. Da ist DeFi letztendlich der zukünftige Kapitalmarkt im Mikroskop vom Volumen her relativ klein und doch kann man hier sehen, wie effizient diese Themen ablaufen können, aber man brauchte vom Zeitlauf her vorher gelagert die Erfindung der Stablecoins, um letztendlich Finanzfunktionen des Kapitalmarkts abzubilden. Dann kamen die bunten Bildchen vor ein, zwei Jahren, kennen Sie noch aus den Medien, das waren die NFTs. Ist teilweise in der Versenkung verschwunden, wird aber wieder neu auftauchen in Form des Metaverses. Da war es letztes Jahr relativ laut, ist momentan aufgrund des AI-Themas ein bisschen leiser geworden. Aber trotzdem gibt es momentan an die 200 Metaverse-Projekte, die in der Entwicklung sind, im Sinne von virtuellen Welten 200. Davon wird viel nicht überleben. Ja, viele Startups, viel Ausschuss, aber vielleicht werden 20 Metaverse-Projekte überleben. Das ist immerhin noch 20 Mal mehr als Facebook mit einem Metaverse. Ja, also das heißt, was will ich damit sagen? Da passiert sehr, sehr, sehr viel im Sinne von Entwicklung von Innovation, Entwicklung von Virtualität und so weiter und so fort. Momentan ist ein bisschen die Luft draußen, das gebe ich zu. Wir hatten ein katastrophales Jahr, letztes Jahr 2022 mit diversen Katastrophen, FTX, um nur eine zu nennen, es gab aber noch andere. Und jetzt dieses Jahr ist der Medienzirkus so ein bisschen Richtung AI abgebogen. Ich merke es an meinen E-Mails. Ich habe weniger E-Mails als letztes Jahr, weil letztendlich da einfach so ein bisschen die Musik rausgegangen ist. Aber ich bin positiv, weil das kommt nächstes Jahr wahrscheinlich, würde ich behaupten, wieder zurück. Was Sie hier sehen, sind auch quasi gestapelte Kästchen, das heißt, es ist Wachstum. Es ist nicht so, dass wir den Bitcoin haben, dann sind die ganzen Techies aus diesem Bereich, die ziehen dann weiter Richtung NFTs und dann ziehen die weiter Richtung Metaverse. Nein, das sind wachsende Ökosysteme, eigene Player, eigene Startups, eigene Investoren, eigene Kanzleien. Also jede Domäne fängt an, quasi wie so eine Art Branche, sich selber auszuprägen. Und alle ein, zwei Jahre kann man eben erkennen, dass neue Branchen oder Cluster eben entstehen. Und jetzt was Interessantes, das alles hat niemand vorhergesehen. Wenn Sie zurückgehen auf YouTube und sich Konferenzbeiträge anschauen aus dem Jahr 2018, das ist nicht so lange her, da wurde vorhergesagt, Energie und Blockchain, Mobilität und Blockchain, Logistik und Blockchain, alles Mögliche wurde vorhergesagt, aber das nicht.
Und am Ende des Tages ist das hier aber passiert. Sie können sich's anschauen. Das ist echtes Transaktionsvolumen, was tatsächlich passiert Tag für Tag. Aber die Dinge, die vorhergesagt wurden, sind nicht passiert. Ja, also aufpassen mit Vorhersagen im Blockchain-Bereich, auch mit dem, was ich sage. Es kann am Ende ganz anders rausgehen. Ja, das ist der Beweis dafür. Wer steckt dahinter? Das sind keine integrierten IT-Konzerne à la Accenture oder IBM, die hier anfangen, mit strukturierter IT-Entwicklung Produkte auf den Markt zu geben oder Microsoft, sondern das ist extrem chaotisch, was hier abläuft. Hier ist mal ein Foto dargestellt von einer Blockchain-Konferenz. In dem Fall war das der Blockchain-Teil des Web-Summit in Lissabon. Da sehen Sie, hunderte von Leuten sind dort, Freelancer, Startups, Investoren, und die tun sich da zusammen, entwickeln neue Ideen, und es geht relativ chaotisch zu, es ist extremst innovativ, was gut ist, aber die Ausschussrate ist extremst hoch. Und Sie haben viele Betrüger dabei, das kennen Sie noch aus der ICO-Thematik, ja, wo viele, viele Kryptowährungen auf den Markt gekommen sind, die inzwischen nicht mehr da sind, und auch viele Hackerangriffe, viele Betrüger, viele Glücksritter und Ähnliches unterwegs waren. Nur ab und zu kommt eben eine tolle Innovation raus, sei es Ethereum, Bitcoin, die Stablecoins und so weiter, die dann teilweise auch von den Banken aufgegriffen werden, um sie dann in die Zukunft zu tragen. Ja. Was haben wir schon gesehen? Die Leute beschäftigt, also die Bankenwelt beschäftigt sich zunehmend mit der Verwahrung von Kryptoassets. Die DWP Bank ist aktiv, die Baader Bank ist aktiv. Baader Bank ist aktiv, ganz genau. Ethereum wird jetzt aufgegriffen, um digitale Wertpapiere obendrauf zu bauen. Die Stablecoins sind noch nicht da in Europa, kommen aber, weil sie in der MiCA-Regulierung vorgezeichnet sind. Das Thema CO2-Tokenisierung kommt. Also ab und zu kommen Innovationen raus, die dann skaliert werden. Dazu brauche ich die Regulatorik. Aber ansonsten passiert die IT-Entwicklung hier. Und Sie müssen es den ganzen Leuten nachsehen. Da kommt viel Schrott raus und auch ein relativ hoher Ausfall von Innovationen. Ja, ist eben so. Jetzt kurz Bitcoin und die anderen Kryptowährungen vom Konzeptionell kurz erklärt. Was Sie hier sehen, ist eine Veranschaulichung des Bitcoin-Netzwerks. Es gibt über 15.000 Rechenknoten. Sie müssen sich vorstellen, ein Rechenknoten hat die Größe von diesem Ding hier ungefähr. Also ich sage immer so wie so ein großer Tennisball. Das hört sich blöd an, aber Tennisball ist so ein Handball. Ja. So groß ist ein Knoten, und von diesen Computern haben Sie mehr als 15.000 Stück auf der Erde. Die synchronisieren sich gegenseitig, egal wo die sind, Asien, Europa, Kanada und so weiter. Und letztendlich ist Bitcoin dann die Gesamtheit dieser zusammengeschalteten Rechner. Das heißt, Bitcoin ist nicht ein Knoten, Bitcoin ist nicht ein Rechner, auch nicht die Software, sondern Bitcoin ist die Gesamtheit des zusammengeschalteten Netzwerks. Ethereum ebenfalls. Deswegen hier die Beispiele. Es ist geografisch verteilt, es ist inklusiv. Jeder kann so einen Computer aufsetzen und dann das Netzwerk anschließen. Und all diese Systeme würde man Public Blockchain Systeme nennen in der Vergangenheit. Inzwischen hat sich eigentlich dieses Wort dezentrales Protokoll durchgesetzt. Was heißt dezentral? Das Modewort. Dezentral ist eigentlich am besten erklärt, wenn man das dem Wort zentral gegenüberstellt. Zentral bedeutet, Sie haben eine Organisation, die einen Kopf hat, ein Machtzentrum. Das kann eine Partei sein mit dem Parteivorstand, das kann ein Staat sein mit der Regierung, das kann eine Firma sein mit dem Vorstand oder ein Verein mit dem Vereinsvorstand. Das sind alles zentrale Organisationen. Und wenn Sie sich jetzt eine Organisation vorstellen, wo es kein Machtzentrum gibt im Sinne einer Hierarchie mit einem Vorstand oben, dann ist es dezentral. Mit der Konsequenz, wie beim Bitcoin und bei Ethereum, dass es niemand gibt, den Sie ansprechen können. Ja, wenn Sie Bitcoin anschreiben möchten als Staat, so bitte Netzwerk ausschalten, finden Sie keine Adresse und niemanden, weil es dezentral ist. Ja, das heißt, Bitcoin hat keinen Customer Support, Bitcoin hat keine Unternehmenshierarchie und Ähnliches, sondern es ist dezentrale Technologie. Ethereum ebenfalls und zig andere Protokolle eben auch. Das heißt, von der Definition her ist Bitcoin, Ethereum auch letztendlich das weltweite Netzwerk, und diese Dezentralität hat was ganz Beeindruckendes, aber auch Erschreckendes als Konsequenz, nämlich man kann es nicht mehr ausschalten. Man macht sich bis heute auch in der Politik viel zu wenig Gedanken, was es eigentlich bedeutet, eine Technologie eingeschaltet zu haben, die man nie wieder ausschalten kann. Das heißt, wenn auch ich mal in 20 Jahren, 30 Jahren in die Rente gehe, wird Bitcoin immer noch laufen. Ja, weil es keine Möglichkeit gibt, es auszuschalten. Niemand macht sich Gedanken darüber, was es eigentlich bedeutet, aber es ist beeindruckend und teilweise auch beängstigend. Demgegenüber stehen die sogenannten Enterprise-Blockchain-Systeme. Das sind Netzwerke, wie man sie gedacht hatte, einsetzen zu können, zum Beispiel im Verbund von Banken und Ähnlichem. Vorneweg kann ich sagen, dass diese Enterprise-Blockchain-Systeme sich nicht durchgesetzt haben. Die ganzen Projekte, die man versucht hatte, sind gescheitert. Das heißt, diese Systeme hier auf der rechten Seite,
also so Konsortialsysteme und Ähnliches, haben nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Hier sind die Zahlen. Sie haben auf der linken Seite ein tagtägliches Transaktionsvolumen von plus minus 80 Milliarden von echtem Geld bewegt, Tag für Tag. Und auf der rechten Seite nach 4, 5, 6 Jahren Arbeit von Dutzenden von Firmen eine Handvoll von nicht funktionierenden Prototypen. Das ist die Realität. Ganz anders als damals vorhergesagt und erwartet, aber das sind letztendlich die Zahlen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil letztendlich auch regulatorisch saubere Produkte, wie zum Beispiel eine digitale Schuldverschreibung, die digitale Aktie in Zukunft oder der digitale Fonds, können Sie ja sauber, rechtlich konform trotzdem bauen, aber halt unten drunter Ethereum, also quasi Lösungen auf der linken Seite. Ist auch spannend, wenn man zum Beispiel überlegt, dass man vor 4, 5 Jahren hätte ich auf einem Vortrag wie jetzt wie heute erklärt, dass die digitale Aktie nach deutschem Gesetz übermorgen auf dieser verrückten Kryptowährung Ethereum läuft, da hätten man mich die Leute wahrscheinlich gesteinigt zu dem Zeitpunkt. Und inzwischen hat sich der Zeitgeist hier so ein bisschen geändert. Inzwischen ist es für den Gesetzgeber okay und es steht sogar im Gesetz drin, dass es in Ordnung ist. Also die Aktie auf Ethereum. Ja, das heißt, es ist hoffähig geworden, wenn man so will. Ethereum, ganz kurz erklärt, ohne Technik, einfach damit Sie mal das Konzept verstanden haben, ist letztendlich, wie gesagt, dieses Thema Schienennetzwerk durch die ganze Welt und Sie packen Assets oben drauf und schicken die durch die Welt. Wozu brauchen Sie Ether als systemeigenes Asset? Letztendlich, um das Netzwerk zu bezahlen, dass es etwas tut für Sie. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Dollar auf Basis von Ethereum nach Argentinien schicken möchte, könnte ich tun. Innerhalb von 10 Sekunden ist das Geld in Buenos Aires eingetroffen. Dann muss ich aber eben eine kleine Briefmarke beifügen, also eine kleine Transaktionsgebühr, dass das Netzwerk diese Transaktion auch bearbeitet. Und diese Transaktionsgebühr muss ich in Ether bezahlen. Das ist quasi der Case für Ether, warum Ether an Wert steigen dürfte, wenn die Nachfrage nach Transaktionen eben steigt. So funktioniert es im Kern. Dann haben die Leute im Sinne der Tokenisierung überlegt, okay, wir haben unten drunter Ethereum, jetzt versuchen wir mal obendrauf andere Assets zu bauen, den Dollar, die Aktie hatte ich schon viele Beispiele genannt. Das funktioniert technisch gesehen nach dem ERC-20 Standard, was letztendlich austauschbare Tokens ermöglicht. Und die Leute, vorher haben sie die Fotos gesehen, waren sehr kreativ, die haben begonnen, DeFi-Tokens obendrauf zu bauen, NFT-Tokens. Dann haben sie begonnen, den Dollar und den Euro und andere stabile Assets obendrauf zu bauen, immer Ethereum unten drunter. Und jetzt sind die Leute auch dabei, Schuldverschreibungen, Fonds, Aktien und Ähnliches obendrauf zu bauen und es geht weiter. Die Leute fangen an, Immobilien konzeptionell in frühen Prototypen obendrauf zu bauen, CO2-Zertifikate, Maschinenfinanzierung, Autos, alles Mögliche, was sie sich vorstellen können. Manche Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Und warum ist es bemerkenswert? Weil hier, Sie sehen es ja hier, eine einzige Plattform entsteht, eine Plattform, auf der alle Assets laufen. Das heißt, alle Sachen können miteinander getradet werden. Ja, immer unter Einhaltung von Geldwäschevorschriften und so weiter, alles in Ordnung. Aber die Vision ist eigentlich die hier, nämlich eine einheitliche Plattform oder neben Ethereum auf anderen Plattformen eben Plattformen dieser Art, auf der man alle Arten von Assets abbilden kann und zwar weltweit mit mehr oder weniger close to zero transaction cost, also ganz niedrigen Transaktionskosten, nahe null, 24/7, das ganze Jahr über, mehr oder weniger instantaneously, also quasi near real time und eben der Hauptpunkt ohne Clearinghouses. Ja, weil der Handel technisch stattfindet, ich gebe ein Asset her, bekomme dafür Dollar und dieser Handel wird technisch abgebildet durch ein Computerprogramm ohne Clearinghouses. Erzeugt eine höhere Effizienz, ich habe kein Counterparty-Risiko mehr und so weiter und so fort. Das ist so die Vision, wie man sie bei Ethereum und allen anderen Smart Contract-Plattformen sehen kann und die Folien hier sind schon ein paar Jahre alt, aber diese Vision hier fängt sich so langsam an, in Realität zu begeben. Das ist Ethereum im Schnelldurchgang. Wo führt das hin? Letztendlich übermorgen Richtung Metaverse, das kann man für 2024 erwarten, weil Metaverse ist ja auch ein Buzzword sondersgleichen, gell? Aber bei Metaverse sehen Sie eigentlich Folgendes, dass aus meiner Sicht oder unserer Sicht das Thema Metaverse vor allem für diese vier Domänen hier einsetzbar sein dürfte, nämlich erstens Ausbildung, digitale Ausbildung weltweit in einer immersiven Weise, sodass
mehr hängen bleibt, als wenn die Leute Tag und Nacht immer nur Bücher legen. Stellen Sie sich vor, der junge Franzose fängt an, dem japanischen Genie, der Chirurg ist, über die Schulter zu schauen und letztendlich zu lernen, wie man ein Herz operiert oder sowas. Ja, live dabei, da bleibt viel mehr im Gedächtnis hängen, als wenn jemand vom Hörensagen 10 Jahre alte Bücher liest. Ja, also das heißt, Education ist eine der Hauptdomänen. Da werden auch Universitäten noch ihr blaues Wunder erleben, weil einfach hier die Technik beginnt, die Ausbildung anzufassen oder zu disrupten. Dann der Bereich Kommunikation. Heute machen wir Zoom-Calls. Ich habe heute Morgen schon wieder 2 Zoom-Calls gehabt und ein Call nach dem anderen. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Früher oder später kommt was Neues. Das heißt, was kommt nach dem Zoom-Call? Der digitale Meetingraum, wo Sie und ich uns dann digital treffen. Und dann sehe ich aus wie ich hier, Sie sehen aus wie heute, ich habe meine Brille auf und so weiter und wir bewegen uns quasi dann in einem digitalen Raum als Nachfolgegeneration des Zoom-Calls. Das ist für mich die Kommunikation der nächsten Runde und da wird das Metaverse eine gewisse Rolle spielen. Dann Entertainment, Apple hat ja auch die Ankündigung gemacht, das geht auch in die Richtung. Das sind Dinge wie digitaler Tourismus, Spielfilme, faktisch die nächste Generation von Netflix, die nächste Generation von Streaming, wo ich möglicherweise Teil des Spielfilms werden kann. Ja, das sind virtuelle Welten, die da kommen werden und natürlich wie immer der Bereich E-Commerce. Das sind aus meiner Sicht logische Bereiche, wo Metaverse, virtuelle Welten in Zukunft sinnvoll sein können. Und die werden teilweise eben auch durch Blockchain-Netzwerke herangeführt. Sie sehen ja selber, dass bei Facebook nicht alles Gold ist, was glänzt. Man hat ja versucht, ein Metaverse aufzubauen seit 2 Jahren und das, was am Ende des Tages rausgekommen ist, ist ein Metaverse, wo die Leute nicht mal Füße haben. Haben Sie vielleicht mitbekommen, gell? Also da, das sind digitale Avatare, aber ohne Füße. Also da glaube ich, da gibt es viel Verbesserungsbedarf. Genau, hier nochmal, vielleicht werden die Folien später verschickt, da sehen Sie nochmal die Geschäftsmodelle, die heute total hoch im Kurs sind, die aber potenziell verändert werden könnten durch die digitalen Welten des Metaverses. Ethereum hatte ich schon erklärt, jetzt ganz kurz den Kern von Bitcoin erklärt. Wir sind momentan bei 25.000 US-Dollar, man kommt gar nicht so schnell hinterher, Screenshots zu machen, weil die Volatilität ja so hoch ist. Als ich den Screenshot gemacht hatte, war der Preis noch bei 30.000. Jetzt sind wir bei 25.000 US-Dollar und die typische Kurve ist hier Preisentwicklung. Sie sehen hier, ist die Preisentwicklung über 9 Jahre. 9 Jahre Bitcoin-Preis und Sie sehen, die ersten 4, 5 Jahre passiert gefühlt ganz wenig. Dann beginnt die Volatilität und dann jetzt hier 2021 geht es senkrecht nach oben und dann geht es letztes Jahr senkrecht nach unten. Das ist so das Bild, was man hat. Sie sind alle vom Kapitalmarkt. Wenn Sie ein IPO haben und eine Firma geht an den Markt bei einer Bewertung von 500 Millionen, dann schwankt diese Firma um 10, 20, 30% über die nächsten Monate. Das heißt, bei sowas ist es in Ordnung, wenn Sie die Y-Achse nicht logarithmieren. Aber wenn Sie ein Asset haben, was von 0 kommt, auf 1 Dollar geht, auf 10, 100, 1000, 10.000, dann müssen Sie die Y-Achse logarithmieren. Und wenn Sie, das ist Ihre Pflicht letztendlich. Und dann sieht die gleiche Preisinformation letztendlich so aus. Und dann kann man hier schon erkennen, dass ein langfristiger Aufwärtstrend da ist. Aber Sie sehen auch, deswegen mache ich die Linie nochmal weg, Sie sehen auch, wenn Sie keinen langfristigen Horizont haben auf das Thema Krypto und zum Beispiel investieren auf Wochen-, Monats- oder Quartalsbasis, dann haben Sie hier immer nur so ein paar Pixel und dann ist es letztendlich durchaus so, dass Sie quasi ähnlich wie bei Gold nicht das Upside-Potenzial mitnehmen können. Das heißt, wer Bitcoin richtig anpacken will und verstehen will, der braucht eine langfristige Perspektive und mit langfristig meine ich, kann man hier erkennen, mindestens 3 Jahre. Ja, dann kriegt man den richtigen Blick auf den Bitcoin. Und das ist natürlich das, was die Medien machen, nicht immer hilfreich, weil die Medien hauen Artikel raus. Heute geht es 2% hoch, morgen geht es wieder 10% runter. Das verklärt den Blick auf das, was im Hintergrund passiert, nämlich langfristige Technologieadoption. Die Marktkapitalisierung momentan ist so bei plus minus 500 Milliarden. Das ist so viel wie 3 oder 4% relativ zu Gold. Also es ist schon mal was, ja. Das, was da herangewachsen ist, Ethereum ist die Nummer 2 mit 200 Milliarden Bewertung. Und jetzt eine ganz wichtige Message hier, wenn Sie beides zusammenrechnen, sind Sie momentan bei deutlich über 60% nach den letzten Klagen der SEC gegen Binance und so weiter, ist der Marktanteil von Bitcoin und Ethereum sogar auf nahe 70% angesprungen. Mit der ganz wichtigen Konsequenz, dass wer Bitcoin und Ethereum verstanden hat, der hat schon mal 70% des Marktes für sich erschlossen.
In den Medien steht aber, dass es 20.000 Kryptowährungen gibt. Ja, das heißt, was Sie hier sehen, ist ein extremst langes Longtail. Und von diesen 20.000 Kryptowährungen braucht man wahrscheinlich 19.500 nicht. Deswegen ist diese Message, es gibt 20.000, auch nicht besonders hilfreich, weil die Konzentration extremst hoch ist. Und deswegen versuche ich auch immer dafür zu werben, wenn man in den Kryptobereich einsteigen möchte, sich damit informieren möchte, dann immer am Anfang mit Bitcoin und Ethereum beschäftigen. Wenn man das halbwegs für sich erschlossen hat und versteht, dann macht es auch Sinn, sich mit anderen zu beschäftigen. Aber es macht keinen Sinn, sich mit der Kryptowährung 18.251 zu beschäftigen. Es ist schon vorbei. Der Kern, um Bitcoin zu verstehen, ist letztendlich die Knappheit, die da dahinter ist. Wir sind momentan bei 19,3 Millionen erzeugten Bitcoins und Sie sehen hier die Verlaufskurve. Sie sehen unten links waren es 0 Bitcoins, als Bitcoin erfunden wurde. Dann gehen wir konvergierend so langsam gegen die 21 Millionen Bitcoins. Und im April, also vor 1-2 Monaten, waren wir da, wo die gestrichelte Linie eingezogen war, also bei 19,2 Millionen Bitcoins plus minus. Das heißt, die blaue Kurve stellt die Anzahl der Bitcoins dar über die Zeit hinweg. Und Sie sehen hier, wir konvergieren so langsam gegen das vorprogrammierte Limit, was man nicht ändern kann. Und das ist jetzt das, was das Herz eines Bitcoiners höher schlagen lässt, weil Sie sehen auf der einen Seite langfristig eine höhere Adoption, hatte ich vorher erklärt, und Sie sehen langfristig auch hier ein sich zunehmend einschränkendes Angebot. Was passiert in Märkten dieser Art? Es müsste eigentlich der Bitcoin-Preis auf die mittlere Frist steigen. Damit meine ich zeitlich gesehen vielleicht so 6 bis 18 Monate. Allein schon aufgrund des Angebots-Nachfrageprofils. Kurzfristig nicht. Kurzfristig passieren Crash-Situationen, wie jetzt am Samstagmorgen oder letzte Woche. Kurzfristig darf man da keine Prognose wagen, aber mittelfristig, glaube ich, kann man schon mit guten Gründen sagen, dass sich der Preis positiv entwickeln dürfte. Hier nochmal die langfristige Perspektive von Bitcoin. Sie sehen hier eingekreiselt das Jahr 2024, also heute in dem Jahr. Da werden 19,7 Millionen Bitcoins erzeugt worden sein. Es verbleiben dann noch 1,3 Millionen. Dann wird sich der Algorithmus dann das nächste Mal 2028 verändern. Das ist quasi die zweite rote Box. Zu dem Zeitpunkt werden dann 20,3 Millionen Bitcoins kreiert worden sein und noch 0,7 Millionen verbleiben. Also da sehen Sie die Konvergenz. Und dann können Sie jetzt runtergehen. Das ist quasi heute schon vorausberechenbar bis ins Jahr 2100. Da sehen Sie die langfristige Perspektive, die wirklich wichtig ist, um Bitcoin zu verstehen. Der ganze Energieverbrauch ist bekannt. Die Frage ist, gibt es quasi einen Gegenwert dazu, nämlich gibt es vielleicht einen Mehrwert, warum das alles vielleicht Sinn macht. Und den kann man hier erkennen, und zwar mehrfach. Sie sehen hier einen Tweet, wo ich einen Screenshot gemacht hatte, nämlich jemand hatte 470 Millionen Dollar vom Gegenwert her in Bitcoin transportiert mit ein paar Klicks. Transaktionskosten 15 Dollar. Und dann dieser ein bisschen zynische Satz, versuchen Sie das mal mit Gold. Das ist der Mehrwert von Bitcoin. Punkt zu Punkt Wertbewegungen auf der gesamten Erde mit nicht nennenswerten Transaktionskosten bei einer relativ schnellen Transaktionslaufzeit. Das ist mit anderen Assets nicht möglich. Ja, da ist quasi ein ganz zentraler Wertaspekt des Bitcoins. Aber noch viel wichtiger ist das, was Sie oben rechts sehen. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind so technisch konstruiert, dass man sie bewegen kann, transportieren kann und besitzen kann in einer Weise, dass es von niemandem unterbunden werden kann. Ja, das heißt, faktisch ist Bitcoin unkonfiszierbar. Und ein unkonfiszierbares Asset brauchen wir jetzt hier in Deutschland nicht unbedingt. Der Staat funktioniert mit seinen Institutionen recht gut. Aber es gibt andere Länder auf der Erde, da würde sich die Bevölkerung sicherlich wünschen, ein unkonfiszierbares Asset zu haben. Und genau dort fängt Bitcoin an, wirklich sinnvoll zu sein in Ländern, wo eben, wie gesagt, vorher schon erwähnt, die Institutionen ein bisschen wackeln. Deswegen dieses Unstoppable ist ganz entscheidend, weil Bitcoin so konstruiert ist, dass quasi der Besitz, der Transport und die Überweisung von niemandem unterbunden werden kann. Die Frage können wir gleich machen. Und vielleicht kurz zum Asset Management. Wir haben mal uns die Mühe gemacht, den Bitcoin beizumischen in Standardportfolios. Sie sehen hier in blau dargestellt, normales Portfolio, 70% Aktien, 30% Anleihen. Wenn Sie Bitcoin beimischen mit 4-5%,
dann werden die Portfoliometriken dadurch besser. Warum? Weil 4% so wenig ist, dass die Crash-Situationen, die immer wieder auftreten, nicht übermäßig durchschlagen. Also sofern Sie mehr als 4% ins Portfolio beimischen, zum Beispiel 10%, 20%, dann schlagen die Crash-Situationen durch. Das sehen Sie daran, dass hier in diesem mittleren Panel beide Linien recht nah beieinander sind. Also das ist quasi das mathematische Optimum. Für die Leute von Ihnen, die vielleicht sich schon tiefer eingearbeitet haben, es gibt auch gute Gründe, vielleicht über die 4-5% ein bisschen rauszugehen. Es gibt auch viele ETFs, die letztendlich ermöglichen, dass der Bitcoin auch eingebucht werden kann in Portfolios bei Vermögensverwaltern und Ähnlichen. Das ist eine recht lebhafte Industrie geworden. Ich würde sagen, es gibt inzwischen 5 bis 10 gute Anbieter, regulatorisch alles sauber. In Amerika wartet man ja seit Jahren auf den Bitcoin-ETF. Hier in Europa gibt es schon 10 Varianten davon in unterschiedlicher Couleur. Letztendlich ist innen drin der Bitcoin, außenrum letztendlich das verpackte Asset mit ISIN und so weiter und so fort. Damit möchte ich schließen und wenn Sie noch Fragen haben, müssen Sie entscheiden, ob wir noch die Zeit haben. Ansonsten gerne auch in der Mittagspause, aber ich bin für alles zu haben.